zerlegt, würde ich sagen. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo er liegt. Leck mich doch am Arsch, Alter! Wüste, und dann rennst du da, wenn du kein Fahrzeug abkriegst, Alter, 10 Minuten gefühlt, ja, nur durch die Wüste bis zum ersten Punkt, das ist doch scheiße. Ja, vor allem gerade die Wüstenmap da, Sanduhr oder wie das hieß, das war ja richtig kacke. Du wurdest ja nur weggeballert. Da kam ein Auto an, zack. Da kam so ein Schlauchboot, nee, wie heißt das? Luftkissenboot, zack. Dann kam ein Hubschrauber, zack. Dann kam ein Flugzeug, zack. Du konntest als Infanterist gar nicht richtig dort Fuß fassen und großartig. Es gab ja nicht mal ein Versteck irgendwo. Lass uns mal kurz wieder hier oben gucken. Ja, machen wir. Nee, das ist absolut richtig, das stimmt. Und das fand ich. Ich spiele ja immer noch Battlefield 5 nebenbei. Da hast du auch Fahrzeuge drin und so weiter, aber es ist nicht so krass. Es fühlt sich nicht so lost an. Du kriegst auch mal von einem Panzer oder so. Oder von den Flugzeugen. Aber da waren ja Luftfahrzeuge, die ja unendlich Munition hatten. Das ist zwar ein kurze Heating, also so eine Überhitzung drin, aber dann ging es weiter und baller, baller, baller. In Battlefield 5 musstest du es noch laden. Ja, richtig. Ja, die wollen auch immer alles immer ein bisschen moderner und besser und schneller machen und so weiter. Aber ich weiß auch nicht, ob das immer das Beste ist. Ne? Nee. Die alten Dinger sind immer gut gelaufen, genauso wie bei COD. Das war einfach, die alten waren die geilsten. Ja. Ach, das mit Battlefield hat mich halt richtig geärgert. Ich war richtig gehypt und so. Und das erste Orbital, also die Map, fand ich ja gut. In der Beta am März hast du ja nicht gesehen. Und konntest ja halt demzufolge auch nicht viel sagen. Und es hat Spaß gemacht. Also in der 8 Stunden dann gezockt hast, hing da die Map aber auch zum Hals raus. Aber so vom Großen und Ganzen war es dann halt auch im Endeffekt meine Lieblingsmap. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber dann, was dann rauskam, das war ja echt haarsträubend. Ja, ich hatte so das Gefühl, das ist gar nicht ganz fertig. Ja, war es ja auch nicht. Da fehlt ja, das ganze Konzept war irgendwie scheiße. Und richtig dumm da, so eine alte Oma hat. Schießt? Ey, mich trifft irgendwas schon wieder, Schall gedämpft. Ja, mich auch. Denke von oben oder von rechts. Also wenn jetzt keiner auf uns schießt, dann war es von oben. Okay, jetzt schießt keiner auf uns. Oh, ich hab... Ach nee, das war mein Knochenbruch. Oh, von hinten. So, mal schnell hier irgendwie... Ja. Abzuhauen. Was ist denn der Kackvogel hinter uns, Mann? Das ist echt ein Arsch. Hast du ihn? Ja. War nur einer, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, drin ist noch einer. Ich gehe mal ein bisschen ans Haus ran und hör mal. Welche Antenne muss ich jetzt hier markieren, sag mal? So, in der Mitte. Die drei hier vorne, die vorderen zum LKW hin, da irgendwo in der Mitte. Ah, ich hab's. Muss ich dabei bleiben? Nee. Nö. Aber nicht sterben, solange er markiert. Aha. Oder solltest du... Ja doch, Jammer setzt du, ne? Ja. So, bist du drin? Ja, ich bin gerade mal nach oben. Hier ist noch ein Scav. Okay, cool. Oben links war zum letzten Mal. Moin, das war gleich umgefallen, der Kollege. Da hat mir sein Köpfchen direkt hingehalten. So, ich komme raus. Jetzt müssen wir... Schießen beim Umspannwerk. Okay, du stehst da vorne im Gebüsch, ja? Ja, bitte nicht schießen. Ich habe die Tür im Auge gehabt, falls einer reinrutscht. Dieser komische Heckenschütze irgendwie. Ja, aber... Oh, vor uns! Ich bin tot. Oh, ich auch. Ach Mann, leck mich doch an.
zweimal Headshot verteilt, der Kollege, ne? Bei Hand Showdown ist das ja so gemacht. Die hatten ja auch so, so eine Mechanik ausgenutzt, den High-Ping. Und das haben sie jetzt lokal begrenzt. Also wenn du aus der EU kommst, kannst du nicht nach China oder Russland oder so. Okay, ja, ich... Da kann ich nichts zu sagen, das weiß ich nicht. Aber könnte sein, natürlich. Ist aber auch wieder kacke, wenn die EU-Server wechseln, kannst du ja nicht mal spielen, weil du auf die anderen Server nicht drauf kommst. Höchstens, du wirst eingeladen von jemandem, der auf dem Server auf spielt. Also wenn du jetzt einen Freund in Amerika hast, der dich einlädt, dann kannst du auch auf diesen Servern spielen. Ja, gut. Ja, das wäre schon ein bisschen blöde, ne? Mhm. Mhm. Also hier Lighthouse und so halt rechne ich mir sowieso keine großen Überlebenschancen ein. Ja. Durch die Sniperei und so, ne? Das ist schon ein bisschen... Mhm. Wo ist dein Optimismus? Oh, ich sehe es. Kommt auf uns zu. So, er ist, in der, Strand, oder? Er ist in der Hütte drin. Warte, wenn er rauskommt, kriegt er die Packung. Da liegen sie hier, die zwei Kollegen. Hauptsache, da ist kein Fenster, wo er uns sieht. Das hier mit den Holzbrettern, da ist er nur leicht vernagelt, ne? Mhm. Leck mich doch am Arsch, Alter. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ja, schön, dass ich sie höre. Oh, was? Schreist du hier rum? Wir haben die Granaten völlig umsonst, weil hier geht's nochmal rein. We got locals. Er braucht einen Locus? Was ist denn wirklich in Ordnung? Ich hab einen Locus. Ey, hier hinten ist ja nochmal ein Hof, Alter. Also müssen wir in die Radarstation rein? Ja. Dann müsst du was rausholen oder wie läuft das? Ja, ich muss was rausholen. Also wenn du hier zurückkommst und hier hochkommst, könnten wir eigentlich über den Stein direkt reinspringen in die Radarstation. Okay. Aber es wäre halt tricky. Oder wir versuchen die wegzumachen, ne? We got a bandit. Warte mal, der Mund. Und ich will erstmal was essen. Nicht, dass ich es wieder umsonst mit reinschleppe. Das hörte sich... FBI! Er lebt noch. Ist ja auch nicht einer, da kommen jetzt drei Stück auf dich zu. Einen habe ich gehittet, aber der hustet nur. Ich hoffe, die machen keine Türen auf. Ja, gehen wir woanders hin. Bist du tot? Nein. Aber die sind ganz schön akkurat und ich mag die nicht. Mhm. Oh, 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 oh. Wurde angeschossen, aber derbe. Zieh dich lieber ein bisschen zurück, bis ich wieder ganz heil bin. Ich bin tot. Ach, hör mir doch auf heute. Das ist doch sinnlos. Und vor allen Dingen, die fallen nicht um. Nee, ein Schuss, Knochen gebrochen, drei Teile schwarz. Oh, einen habe ich umgebracht. Weil die Waffen ja keine halb- oder vollautomatischen Waffen sind wie hier. Und du kannst, wenn dir ein Squad entgegenkommt, hast du schlechte Karten. Also kannst ja zwei, drei Mann Leute können ja da spielen. Wollen wir uns hinten lang schleichen? Ja, sicher. Also ich finde den Spawn wieder richtig doof, weil wir wieder zwischen zwei anderen Spawns gespawnt sind. Da kann ja einmal hier von deinem Antennenmast hier einer spawnen, kommen. Und dann unten von der Straße. Habe ich auch schon erlebt.
Ja, das sind, ich glaube, der hier und der hinterm blauen Zaun sind auch die bescheuertsten, die man hier haben kann, glaube ich. Aber den blauen Zaun finde ich gar nicht so schlecht da unten, weil dann renne ich immer hoch auf den Hügel. Ab und zu kommt mir dann auch einer, geht auch der Spinne einer ins Netz. Ja, das ist schon richtig, aber normalerweise in dem Busch, in dem wir sitzen, sitzen eigentlich alle. Weißt du, wie ich das meine? Das ist die erste Anlaufstelle und wenn du Glück hast und diejenigen gucken nicht oder sehen dich nicht, dann ist das okay, ne? Aber viele wissen das auch schon, ne? Ja. Ich würde jetzt hier wieder Richtung Scav-Bunker laufen und vielleicht den Sniper-Scav runterschießen. Ich hätte mir eigentlich so eine Sniper-Schrotflinte bauen müssen mit Scope und so. Ey, hier ist eine Packer drin. Brauchst du noch eine Packer? Nee. Ich habe gar keinen Rucksack mit. Ich habe auch eine andere Rüstung. Ich habe einfach den ganzen Krempel angelassen, den ich vorhin erräubert habe. Also. Musst du nicht mit Leuten mit einer Packer noch erschießen? Irgendwie schon, aber... Und das war ja eine Packer und der komische Helm, oder? Aber der Helm ist ja gar nicht so schlecht, der hat eine Abprallchance, aber die Packer ist Mist, ne? Da habe ich jetzt eigentlich auch nicht so... Einmal, zweimal versuche ich das und wenn dann... Ich habe es nicht eilig, ne? Für mich war halt wichtig, die ganzen Händler, wie gesagt, eigentlich müsste ich bis 42 spielen, dann hätte ich alle Händler auf Krone. Aber mit 39 jetzt habe ich eigentlich wirklich alle Attachments, alle Sachen, die ich brauche. Die meiste Munition kann ich herstellen. Also für mich kann das Spiel jetzt, so wie ich es jetzt spiele mit dir oder so, weitergehen. Ne? Also wenn ich level, ist klar, zwischendurch mal noch eine Mission machen oder was, ne? Oder aber ich habe jetzt keinen Druck mehr, ne? Ja. Bei mir ist halt, die Munition ist halt noch Dreh- und Angelpunkt. Ich kam ab noch. Ich bin tot. Ja, super, er auch. Ach Mensch. Das gibt's doch gar nicht. Kam er da angetanzt hier, der Typ? Ja. Wie vom wilden Affen gebissen, einfach so und. Hat mir direkt im Laufen den Headshot verpasst. Glück gehabt, ne? Mhm.